heute mal keine Frage, keine konkrete Antwort auf eine konkrete Frage, sondern danke, danke, danke. Hier mein Smiley für dich als lächelndes Dankeschön. Mehr als 50 neue Fragen habe ich jetzt von dir, von euch, aus der Community, von meinen Businesspartnern. Ich habe Feedback über Feedback bekommen. Ja, ich bin irgendwie sehr, sehr beeindruckt. Möchte heute einfach auch mal ein öffentliches Zwischenfazit von den ersten 8 Wochen geben dann. Ja, dazu gleich in der Sprechstunde einiges mehr. Ich freue mich wirklich auf dich hier, mein Smiley. Schön, dass du wieder dabei bist. Willkommen bei den Agile Quickies. In meiner Sprechstunde für dich mit ja, allen möglichen agile Fragestellungen, agile Krankheitsbilder, mit Diagnosen, mit Empfehlungen, mit Tipps und Tricks. Auf jeden Fall für gesunde und erfolgreiche Unternehmen und deren Mitarbeiter. Von und mit, ich bin Dottore Böffi. Was ist drin heute in meiner Sprechstunde für dich? Heute mal, wie gerade gesagt, keine Frage, sondern mal eine kurze Zusammenfassung von eurem unglaublich tollen Feedback. Es ist wirklich für mich unglaublich. Ich hätte vor 8 Wochen, als die erste Sendung Ende Januar on air ging, hätte ich nicht gedacht, dass nach 8 Wochen schon 1000 Aufrufe dabei sind über YouTube, über meinen Buffy-Blog. Dein agiler Nerv scheint irgendwie, euer agiler Nerv scheint irgendwie getroffen zu sein oder ist getroffen. Auf jeden Fall habe ich eine wahnsinnige Resonanz bekommen. Ich bin also wirklich, ja, ich bin baff über dieses viele positive Feedback. Es freut mich wirklich riesig, riesig, riesig. Ich bin beeindruckt. Ganz ehrlich, ganz am Anfang, ich hatte so ein bisschen Bauchkrummeln. Ich war sehr skeptisch. Ob ich das machen soll, ob diese YouTube-Videos oder Videos generell über das Buffy-Blog, ob die draußen ankommen würden. Nur nach dem Motto, was würden die Leute da draußen dazu sagen? Was wirst du da draußen dazu sagen? Würdest du die Nase rümpfen? Was würden meine Businesspartner sagen? Nach dem Motto, was macht denn der Buffy da jetzt? Spinnt er jetzt so ein Format für Jugendliche? Jetzt fängt er da auch noch mit an. Ne? Dann war ich sehr skeptisch, welcher Content, ne, soll ich da jetzt so Anfängerthemen machen, Newbie-Themen, Otto-Normalverbraucher im Bereich des Themas Agilität oder Spezialthemen? Viele Fragezeichen. Wie lang soll so ein Video sein? Wie häufig soll ich senden? Ne? So 4-wöchentlich, also einmal im Monat, alle 2 Wochen, einmal die Woche. Welches Video-Equipment brauche ich, war so eine Frage. Reicht hier anfänglich in der ersten, zweiten Sprechstunde, habe ich so eine USB HD-Kamera von Logitech genommen, die war sehr farbstichig dann. Dann habe ich hier gerade aktuell, nehme ich das mit der Kamera vom iPad Air auf. Ich lese inzwischen ganz viele Testberichte über Videokamera-Tests. Also auch da zum technischen Equipment. Also ganz viele Fragen bei mir, aber auch überraschenderweise enorm viele Fragen bei dir, bei euch in der Community. Direkt am ersten Tag der ersten Sendung kamen die ersten E-Mail-Fragen rein. Und heute, nach ja, 8 Wochen, haben wir 50 neue Fragen im Backlog. Ich habe so einen Sprechstunden-Backlog angefangen. Da sind 50 neue Fragen reingekommen. 1000 Aufrufe. Also die Videos scheinen irgendwie gesehen zu werden. Ich bekomme viel, viel Feedback, tolles Feedback. 90% per E-Mail. 10% persönlich, interessanterweise hier unten keine per Kommentare. Das scheint irgendwie, vielleicht wollt ihr das eher anonym machen und euch dann nicht so öffentlich zu äußern. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall werde ich im Alltag angesprochen, ich werde in Projekten angesprochen, ich werde bei meinen Businesspartnern darauf angesprochen. Auf den Agile Community Events, da habe ich schon viele Gespräche für geführt. Interessanterweise werde ich jetzt auch schon als Dottore Böffi draußen in der Welt angesprochen. Ich hatte in der ersten, zweiten Sprechstunde gesagt, dass es ein spezielles italienisches Projektumfeld gibt, wo ich dann von dem Rufnamen Buffy irgendwann zum Kursennamen Dottore Böffi angesprochen worden bin. Jetzt werde ich natürlich über die Videos auch schon, weil ich das unter dem Label Dottore Böffi mache,
auch als Dottore Buffy so im Augenzwinkern angesprochen. Macht mir Spaß dann, ne? Also sehr interessant. Schönerweise oder tollerweise, es gibt bisher keine Trolls, ne? Ich habe da so ein bisschen befürchtet, weil ich von anderen gehört habe, dass man da sehr gerne zugetrollt wird. Bisher waren die Kommentare immer sehr, sehr konstruktiv, nett und freundlich. Es gibt sehr konkretes Feedback. Da gab es so ein ganz schönes, am Anfang habe ich bekommen, schön von so einem Agile-Urgestein partizipieren zu können auf diesem Wege. Das schrieb mir eine Zuschauerin, hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, und dann, ja, ich solle mehr lächeln, ne? Also ich merke, dass wenn ich mich konzentriere, wenn ich so in so einen Flow reinkomme, dass ich dann sehr konzentriert gucke und so das Lächeln halt vergesse. Ich versuche jetzt mal diesen Smiley hier so als Trigger. Mal gucken, ob es mir gelingt, ein bisschen mehr zu lächeln. Ja, dann gab es so die Tipps, ich soll doch langsamer sprechen. Dann sagen sie, ich soll schneller sprechen, ne? Das hält sich so ein bisschen die Waage. Ich weiß es nicht, was ich da genau machen soll. Ich denke, wenn ich am Anfang bewusst langsam spreche oder schnell spreche, irgendwann komme ich in so einen Gesprächsflow rein und dann habe ich einfach meine persönliche individuelle Geschwindigkeit. Und ich denke, das sollte auch so sein, dass ich mich da wohlfühle bei dem, wie ich halt spreche dann. Thema kürzere Videos und längere Videos, auch ungefähr so die Balance. Am Anfang direkt ging es um die kürzeren Videos, weil da hatte ich ja mit meiner ersten Sprechstunde direkt so 1 Stunde 10, glaube ich, war es, oder noch länger, meine persönliche Vorgabe von 10 Minuten gerissen, ganz gewaltig. Ja, ich wollte halt irgendwie alles mal so in eine Grundsatzsprechstunde reinbringen. Die werde ich jetzt in den nächsten Tagen auch mal teilen, weil da gibt es so grob mindestens 3 logische Abschnitte in dieser ersten Sprechstunde. Und das ist jetzt auch momentan noch der Grund, warum diese Zählung, es fängt bei Agile Quickies 1 an und springt direkt auf Agile Quickie 4. Ich habe da schon mal ein bisschen Lücke gelassen, um dann zumindest diese Agile Quickie 1 Sprechstunde auf 3 Sprechstunden zu verteilen, damit dann die Zählung wieder normal wird. Hab das direkt bei dem Thema mit dem Sprintabbruch, Scrum-Mythos Sprintabbruch, da habe ich dann direkt einen Dreiteiler draus gemacht, weil da kamen so viele Themen zusammen, dass ich das beileibe nicht in 10 Minuten hätte vernünftig handhaben können. Selbst in den geteilten Sendungen mit dreimal, ja, 15 Minuten, 20 Minuten, also auch da habe ich das bei weitem gesprengt. Ich hätte da sogar noch mehr Sendungen daraus machen können, das vielleicht so über eine große Zeit verteilen können. Aber auch so ist es jetzt gerade aktuell. Ja, zu dem Thema kürzer senden. Ich hatte eben gesagt, ich hatte so den eigenen Anspruch. Das Lean Coffee Format kenne ich seit vielen Jahren, bin ja da Moderator und Initiator von vielen Lean Coffee Initiativen und es funktioniert einfach super. Und da gibt es halt so diese initiale Timebox von 10 Minuten. Das passt wunderbar. Und das ist auch so immer noch mein Anspruch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich werde mich immer wieder daran messen, an diesen 10 Minuten, vielleicht mal mit 5 Minuten Nachschlag. Natürlich für das Kernthema, dann gibt es dann immer Intro und Outro noch da drumherum, aber zumindest für das Kernthema. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal öfters schaffen werde. Bisher habe ich es, glaube ich, zweimal nur geschafft und eigentlich habe ich es bisher nur gerissen, dieses Thema. Ja, dann wurde ich zu ganz vielen weiteren Formaten von dir, von euch, von der Community angeregt. Die Frage nach dem Podcast, warum ich das nicht ganz auch als Podcast veröffentlichen würde. Man könnte das dann schön auf dem Weg von und zur Arbeit ja, hören im Auto oder im Zug. Tolle Idee. Vielleicht werde ich das auch, das Tonmaterial liegt ja vor. Irgendwie mal gucken, wie ich das bequem als Podcast noch veröffentlichen kann. Dann immer wieder die Frage, unabhängig von Agile Quickies, die bekomme ich in den letzten Jahren immer wieder so gestellt, warum ich nicht einfach mal auch zu diesen Themen ein Buch veröffentliche oder ein E-Book. Auch hier kam die Anregung direkt wieder in der ersten Woche, wie sähe es denn mit einem E-Book aus? Naja, muss ich mal drüber nachdenken, ob ich jetzt hier die Episoden, die ich jetzt hier in die Kamera quatsche oder ins Mikrofon, ob ich die irgendwie mal als E-Book zusammenfasse, irgendwie so transkribiere, irgendwie mal gucke, ob ich da eine Software für finde oder ob ich da einen Service so als Virtual Assistant, so ein VA vielleicht für beauftrage. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ist sicherlich interessant, um bei Google besser gefunden zu werden. Wenn dann eine textuelle Ergänzung zu den Videos noch dabei ist, dann kann halt im Sinne von SEO können da auch die Suchmaschinen natürlich mehr mit anfangen. Dann spannenderweise für mich ganz überraschend, ob ich da nicht auch mal einen Videokurs zu machen könne. Also gern auch bezahlt mit einer Membership oder sowas. Habe ich nie drüber nachgedacht. Muss ich einfach prüfen, ob das Sinn macht und ja, wie ich die Zeit dafür auch finde. Weil bisher ist es ja wirklich so ein
Low-Level-Hobby-Projekt. Da wird man sicherlich dann auch mehr Zeit für investieren müssen dann. Thema ging dann weiter zu den Webinaren, ne? Ob man nicht mal so ein Webinar veranstalten könnte, wo man dann direkt so mehrere Fragen abhandeln könnte. Ja, warum nicht? Können wir auch in diesem Sinne mal machen. Muss ich mal drüber nachdenken, wie ich das organisiert bekomme. Dann virtuelles Coaching wurde angesprochen, Mentoring auch mit und ohne Bezahloption. Also so diese gesamte Palette war dann dabei. Dann gab es ein paar Anregungen, dann warum ich diese Sprechstunden, diese Abschnitte dazu nicht auch nochmal teile und dann nochmal von anderen Himmelsrichtungen mit anderen Schwerpunkten beleuchte. Also zum Beispiel so ein Kanal für Geschäftsführer, ein bestimmtes Thema aus dem Blickwinkel eines Geschäftsführers. Dann dieses gleiche Thema mal aus dem Blickwinkel eines Product Owners oder eines Produktmanagers, Scrum Masters und Softwareentwicklers. Ja, tolle Idee. Ich habe das mal hin und wieder beim Sprintabbruch versucht, dass ich das mal so versucht habe, aus verschiedenen Himmelsrichtungen zu beleuchten. Aber es war halt nicht so sehr konsequent, sondern so, wie es gerade mir gedanklich da in den Kram passte, habe ich das halt gemacht. Aber vielleicht ist es mal eine tolle Idee, einfach ein spezielles Thema einfach mal nur in eine Sprechstunde nur mit einem Fokus, also Geschäftsführer, Product Owner oder sowas zu beleuchten. Mal gucken, wie mir das gelingt, ob mir das auch letztendlich Spaß macht, das so zu fokussieren. Dann gab es ein paar Grundsatzfragen, warum ich nicht einfach häufiger senden würde, ja, damit die Fragen, die reinkommen per E-Mail, auch nicht so lange warten müssen, bis sie dann mal in so einer Sprechstunde drankommen. Ja, klar, ne? Also kann man sich das machen. Ne? Also da wurden auch Fragen gestellt, Buffy, warum sendest du nicht zweimal pro Woche? Es waren zwei dabei, die fragten, warum ich nicht täglich senden würde. Ne? Ja, dafür kürzer kam noch so als Bemerkung dazu. Ja, wenn man wirklich nur rein Privatmann ist, dann kann man das machen. Und da muss ich halt gucken, wie weit das mit Spaß und Freude nicht zur Arbeit wird. Dann, ne? Mal gucken, wie ich das irgendwie hinbekomme. Auf jeden Fall wurde dann insgesamt gesagt, dass dann die Antworten schneller wieder reinkämen oder schneller beantwortet werden könnten, wenn ich halt in kürzeren Zeitabständen senden würde. Ne? Und wir haben jetzt inzwischen 50 neue Fragen, sagte ich eben. Ich habe noch 50 so alte Fragen von den letzten Jahren, die immer so per E-Mail reingekommen sind, wo ich dann letztendlich die Fragen per Copy-Paste immer wieder an die Anfragenden zurückgegeben habe. Aber das ist ja jetzt hier drüber gelöst, dass man das demnächst auch hier über die Sprechstunden finden wird. Nur bei jetzt knapp 100 Fragen, die da inzwischen zusammengekommen sind, mal der wöchentlichen Senderfrequenz, ja gut, da habe ich natürlich bis Ende 2017 zu tun, ne, bis ich dann diese Fragen habe. Oh je, was sage ich da nur, ne, ich weiß nicht, ob ich überhaupt so lange den Atem haben werde, aber das muss ich einfach entwickeln. Ja, dann gab es Fragen zu der Ankündigung. Ich hatte in der ersten Sprechstunde gesagt, dass ich auch Interviews planen würde. Ja, habe ich auch schon ein paar Gesprächspartner so im Hinterkopf. Einige habe ich auch schon angesprochen. Das ist einfach ein logistisches, zeitliches Aufwandsthema. Ne? Ich habe es dabei, die Kanban-Kärtchen, die werden irgendwann nach oben flitzen und werden dann irgendwann zu gegebener Zeit dann auch, ja, mal gucken, dass wir dann gemeinsam einen Termin finden, entweder persönlich jetzt hier bei mir im Homeoffice oder ja, irgendwo draußen in der freien Natur, in der freien Wildbahn, beim Kunden im Projekt, mal gucken. Ich weiß noch nicht genau. Werden wir auf jeden Fall machen. Die Liste der Interviewpartner, da habe ich jetzt 5, 6 Interviewpartner schon drauf. Vielleicht hast du auch mal Lust, im Rahmen eines Interviews deine Alltagsfragen mal so in einem Interview zu besprechen. Mal gucken, vielleicht können wir uns da gemeinsam ranrobben dann. Ne? Dann eine ganz lustige Frage, also nicht lustig, aber für mich überraschend, ob ich auch Zuschauertreffen planen würde. Ne? Ich kenne das so aus der Podcast-Szene von Mike Pfingsten, habe ich das gehört, der macht so Hörertreffs. Da kam dann auch spannenderweise jetzt hier die Frage, ob ich Zuschauertreffen machen würde dann. Why not? Ne? Warum nicht? Können wir gucken, wenn sich das irgendwie ergeben sollte. Ich bin mir da jetzt momentan noch ein bisschen unklar, weil in der agilen Szene, in der Scrum-Szene, ich bin ja einer der Lean Coffee-Treiber, nicht nur Köln, auch, sondern auch inzwischen hier bundesweit und unternehmensintern. Wöchentlich 1, 2, 3 Lean Coffees plus dann monatlich noch die Scrum-Tische plus weitere Events. Ob das noch sinnvoll einen weiteren
Bedarf deckt, dass man eine eigene Azure Quickies Community im Sinne von Zuhörertreffen macht. Einfach mal experimentieren, vielleicht bekommen wir da ja was zusammen, wenn sich da irgendwas ergibt. Ich bin grundsätzlich klar offen dafür, dafür mache ich auch so viele andere Initiativen, dass ich da Lean Coffees und Scrum-Tisch und so weiter in die Welt gerufen habe und in die Welt rufen werde nach wie vor. Ja, inhaltlich jetzt noch Fragen zum Abschluss, nur als ganz grobe Themenwolke. Das ist so diese große, große Kategorie dieser Agile Smells, ne? Diese agilen Missstände, der, wo es nicht so richtig funktioniert, wo irgendwie so dieser Smell, dass es da irgendwie nicht richtig funktioniert, hochkommt. Ne? Dieses Pro und Contra jetzt konkreter zur Scrum-Butt oder Agile-Butt oder dieses ganze Gebiet des Cargo-Kultes. Ne? Ja, das ist so dieser große Bereich. Viel mit, das liegt in der Natur der Sache, weil ich in den letzten Jahren da viel unterwegs bin, dieses Thema agile Krankheitsbilder, ne? Dieses Thema Scheitern von Scrum, Scheitern von Agile-Transition-Maßnahmen, von so Scrum-Einführungen dann. Das ist ja schon an verschiedenen Stellen, habe ich es gesagt, dieser All-Time-Top-1-Buffy-Blog-Artikel, wo ich über Scheitern so ein paar Zeilen geschrieben habe. Ne? Der ist seit ewigen Zeiten auf dem Platz 1 in den Google-Statistiken dann. Das passt auch halt jetzt systemisch zu den Hilferufen, wo ich unterwegs bin. Ich unterstütze ja so als agiler Seelsorger, als agiler Notfallseelsorger mit so einer agilen Ambulanz oder agilen Notfallambulanz, ja, die Organisationen. Bin immer häufiger so als agiler Firefighter dort unterwegs. Passt sicherlich. Also da ist ein riesiger Bedarf, auch jetzt hier über die Agile Quickie-Sprechstunde. Da habe ich viele Fragen zu bekommen, die sich gerade in diese Kategorie über Agile Smells und Scrum-Butt und Krankheitsbilder einsortieren. Also auch jetzt hier bei diesem Medium kommt das Gleiche wieder hoch dann. Ja, soweit. Einfach mal den kurzen, schnellen Überblick. Jetzt gleich noch der Abschluss. Zwei Tipps habe ich noch für dich. Meine Zusammenfassung und natürlich auch wieder ein, ich denke, sehr passendes Zitat zu der heutigen Sprechstunde. Ich freue mich auf dich gleich. Hier, Smiley. Lächeln. Ja, mit dem Lächeln geht's weiter. Schön, dass du nach wie vor dabei bist. Kommen wir zum Abschluss mit meinen beiden Tipps für dich, ganz kurz und knackig. Für dich und die, ja, stellvertretend die vielen Fragestellerinnen, Fragesteller, die es jetzt in den letzten 8 Wochen hier ergeben habe. Schmeiß mich einfach mit deinen Fragen weiter zu. Und Tipp 2, erzähl von den Agile Quickies. Weil je mehr Fragen wir zu einem Thema zusammenkommen, desto schneller rankt das entsprechend in meinem Sprechstunden-Backlog nach oben. Und die, ja, umso schneller wird es halt von mir hier auch in der Sprechstunde, natürlich mit Lust und Laune zum entsprechenden Thema von mir, wird es dann entsprechend beantwortet dann. Ne? Also, das meine beiden Tipps. Ja, zusammenfassend, scheint also wirklich einen riesigen Bedarf zu geben. Selbst mit diesem Medium, es gibt so viele Fragen im agilen Alltag, im Scrum-Alltag, im Kanban, Software-Kanban-Alltag, mit Lean-Fragen, die hier reingekommen sind. Dann, ne? Also zurzeit, ich fühle mich im positiven Sinne überrollt von den Fragen. Ganz herzlichen Dank. Aber da scheint viel Bedarf draußen in der Welt zu sein. Ich muss jetzt einfach mal in den nächsten Tagen und Wochen meine Gedanken und Möglichkeiten zu den Agile Quickies mal orten und muss einfach mal gucken, wie ich mit dieser Vielzahl der Fragen auch klarkomme, wie ich diese möglicherweise in kürzerer Zeit beantworten kann, mit Webinar, mit irgendetwas anderem, vielleicht extra. Ja, auch mal Live-Sprechstunden, was ja so einem Webinar vielleicht so ein bisschen entgegenkommt, entweder One-to-One oder halt in einer kleinen Community oder One-to-One und dann irgendwie das Ganze aufgezeichnet, um es dann halt hier im Rahmen der Agile Quickies-Sprechstunden dann senden zu können. Mal sehen. Es wird ein großes Experiment. Es soll nie Arbeit werden. Es soll immer Spaß und Freude für dich, für mich bleiben. Ja, wir haben mehr als ein Jahr Themen momentan bei wöchentlicher Sendefrequenz. Es könnte auch ein Fulltime-Job werden. Ne? Mal gucken, was wir da machen können.
Das heutige Zitat, das ist von Nelson Rockefeller, der war unter anderem auch der 41. Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Der hat ein ganz spannendes Zitat, was für mich ganz gut passt. Wohin wir auch blicken auf dieser Welt, überall entwickeln sich Chancen aus den Problemen. Das ist gerade jetzt hier, ergibt sich das und spiegelt sich bei den Azure Quickies. In dem Sinne, lächeln heute, ja, ich vergesse es wieder, ne? Meine Empfehlung an dich, wie immer, sei vorsichtig. Agile Selbstmedikation kann für dich und deine Kollegen, für eure Produkte, für eure Projekte, deine Firma, eure Kunden sehr ungesund sein, beziehungsweise irreversible Schäden verursachen. Für Risiken und Nebenwirkungen, wie immer, frag bitte den Agile Coach oder Berater deines Vertrauens. Wenn du Fragen hast, ich sagte es eben, einfach her damit. Per E-Mail hat sich bewährt, per Social Media, Kommentare vielleicht auch mal. Wenn dir die Sprechstunde gefallen haben sollte, erzähl es einfach rum. Es würde mich sehr, sehr freuen. Erzähl es deinen Kolleginnen und Kollegen, vielleicht deinem Chef, eurem Kunden. Ja, und teile und like es in deinen sozialen Netzwerken. Auch das würde mich natürlich riesig, riesig freuen. Bei YouTube kannst du abonnieren, ne? Das wäre so eine Möglichkeit. Also, lächeln. Ja, ich habe es jetzt hier stehen, ne? Also, bis zu den nächsten Agile Quickies, meiner Sprechstunde für dich rund um agile Fragestellungen und agile Krankheitsbilder mit Diagnosen, mit Tipps und Tricks, mit Empfehlungen für gesunde und erfolgreiche agile Unternehmen und deren Mitarbeiter. Ja, und denk immer dran, hab immer Spaß bei dem, was du gerade tust. Und Thema Lächeln, schenke deinen Mitmenschen ein Lächeln. Für mich ist es manchmal schwierig, aber sicherlich sehr, sehr wirkungsvoll. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Dottore Buffy.